Den ersten Fisch auf den Savage Gear Spinner. Wow. Nice. First fish of the trip. Da vorne raus. Die sagen, man darf nicht mal laut sprechen. Man muss so leise sein und da rauben richtig große Fische. Okay, das ist jetzt so eine Art Snake Head. Gut zum Essen und auch als Köder. Richtig nices Teil. Ich würde ihn gerne mal richtig zeigen. Ich weiß nicht, warum er ihn so komisch hält. Linde. Guten Morgen, man kann mich gar nicht richtig sehen. Jetzt kann man mich sehen. Ich habe das bei der letzten Abmoderation vom letzten Video gar nicht bedacht. Herzlich willkommen bei Angeln like a Boss, hier sind wir wieder und immer noch an einem der gefährlichsten Orte der Welt. Ohne Handyempfang, ohne Strom, ohne irgendwas. Leute, bleibt dran, wir machen Sachen, die werden so crazy. Das ist wirklich, also ich glaube, das wären meine verrücktesten Videos ever. Da habt ihr aber viel zu lachen. Ich zeige euch auch ein bisschen hinter die Kulissen und mache ohne Ende Blödsinn. Deswegen bleibt unbedingt dran, es wird psychopathisch wie immer. Euer Verrückter aus Berlin, ist aus dem Camo-Team. Viel Spaß. Okay Leute, es geht weiter. Alter, ist das krank. Besser geht's hier nicht. Er meinte, das sind hier immer unschlagbare Köder, aber er sagt, der fängt besonders. Norris Laydown Minnow mit 11 cm mit Salzwasserdrillingen, die normalerweise die ganze Aktion abfacken müssten, aber tun sie nicht, das Ding fängt wie Hölle. Was ein schönes Teil. Boah, Mann, Leute, ey. Gigantisch. Okay, danke. Okay. Thank you. Ich hoffe mal, dass sich hinter mir im Gebüsch keine von diesen Ameisen versteckt, die einem 24 Stunden Todesschmerzen zufügen. Wir jagen hier Fische, egal wie groß, egal wie klein, alles, was es hier gibt, fangen wir, essen wir auf oder auch nicht, mal lassen die wieder frei, aus jedem Köder, aus der aktuellen Better Fishing Box und aus der davor und auch noch ein paar von den vergangenen Better Fishing Boxen will ich einen Fisch fangen. Ich habe mir so eine Kollektion mitgenommen. Aktuell bin ich hier bei so einem Topwater Köder von Westin, aber wir machen mal was anderes jetzt. Wir wollen fangen so eine Parkus, die sind so eine absoluten Riesenschweine, die auch oft mal verloren gehen, weil die halt so, wenn die anbeißen, dann gibt es einfach eine Explosion und dann nochmal Game Over. Mal gucken, was der Herr da macht. Das sieht mal nach einem richtigen Steifaufwach aus. Wir angeln auf Fische, die einfach mal einem auffressen. Und zwar nehmen wir einen Köder, den ich noch nie genommen habe. Wir angeln auf einen Fisch, den ich noch nie gefangen habe. Und es wird anscheinend auch gar nicht schwer. Das dauert hier eine halbe Stunde, dann sind wir fertig. Dann können wir wieder auf was anderes angeln. Ihr kennt den, Menschenfresser. Und da habe ich eben gedacht, scheiße, ich habe ja keine Haken dabei. Wir angeln nämlich mit einem Naturköder. Aber doch, ich habe ja Haken. Da drin sind sie, in dieser leicht ramponierten Better Fishing Box, Leute. Bum, 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 bum. Da ist er, größer Haken. Und die haben wir eigentlich genommen für die Chebo-Blei. Aber wir werden die jetzt mal zweckentfremden. Ich hoffe, dass die nicht direkt durchgeknipst werden. Da ist er. Was da jetzt rankommt, Leute, naja, ihr werdet es ja gleich sehen. Das ist jetzt hier der Köder. Es handelt sich um Rindfleisch. Und jetzt geht das Blut hier rein. Ich kann es euch ja verraten, wir angeln auf Piranhas, Mann, ganz normal, wie immer. Standard, Leute. Piranhas, beruhigt euch. So what? Wir haben doch alle schon mal auf Piranhas geangelt. So, und wir werden die Piranhas auch abends dann aufessen. Ich freue mich mega, hier ist das Rig. Und welcher Marke ist das Steifaufwach nicht aus der Better Fishing Box? Der Snap ist von Decoy aus dem Hause Camo Tackle. Bitte bestellen, danke. Da geht's schon los. Ich glaube, wir angeln jetzt, geht direkt los. So. Die sind wohl nicht besonders schnurscheu. You can, unlike pretty much all, every kind of fishing, can do. Animal dying in the water. And then also you can do this. Aha. Get your bait. Okay. Boom. Danke, danke, danke. Oh, yeah. Hoppala. Okay, das ging jetzt schnell. Das war der erste. Okay, ich mach mal die Route wieder runter. Gleichzeitig. Da bist du auch schon wieder. Okay. Your finger. Yes, yes. Tomorrow. Let's do it tomorrow.
absolute Killer. Okay, nice. Small one goes back. Okay. Dauert wahrscheinlich doch keine halbe Stunde, es dauert nur 5 Minuten. Oh, ja, krass. Das ist incredible. Ihr könnt euch das Prinzip vorstellen, wenn ihr Fleischwunde habt oder so und ihr fallt hier rein. Einfach mal komplett Game Over. Wenn ihr keine habt, könnt ihr hier schwimmen. Also er meint, man kann hier ohne weiteres schwimmen. Hier, ich gehe auch noch baden. Ich wollte vorhin schon gehen. Man kann hier ohne weiteres schwimmen gehen, gar kein Problem. Während wir hier auf Piranhas angeln, das ist übrigens der erste Schöne. Dann sind hier neben uns hier die Sabalos rumgekracht. Das sind so eine Art, ja, Machakas, heißen die woanders. Das versucht die mal auf diesen... So, und hier haben wir immer noch unsere Würmer. Denen geht es inzwischen. Die sind so ein bisschen, naja, nicht mehr ganz so gut drauf. Deswegen brauchen die ein bisschen Liebe. Und müssen mal so ein bisschen gewässert werden. Ich angel auf Piranhas mit Fleisch. Die angeln mit Würmern. Wow, Giant Otter. Alter, was für ein Glück. Leute, ihr glaubt nicht, wie eben seine... Ey, er hat hier so ein Stück Wurm reingeschmissen und das hat keine 10 Sekunden gedauert und dann hat es so losgescheuert, die Bremse. Es ist nicht wahr. Vielleicht gehen wir das später rein, Diggi, wegen Action. Hallo, Berdi. Auf. Wir schmeißen diesen Wurm hier rein und innerhalb von wenigen Sekunden knallt hier so ein riesen Vieh drauf. Dann jetzt geht er in die Bäume. Und ich bin hier wie so ein Spinner mit meinem dünnen Fleisch auf die Piranhas am Angeln. Er ist ein Pintadillo? Ja. Shovel those. Er hat einen Wels. Er hat einen Wels dran. Ist das krank, Alter. Ein Wels, Leute. Ein Bild. Da ist er. Wie schön. Wow. Oh Gott. Guckt euch das an, was das für ein schönes Tier ist. Wow, es ist so crazy, Leute, was hier abgeht. Und hier ist ein Piranha dran. So, my piranha rod is going to... I think there's too much rocks in the water. Look at this. Guckt ihr euch dieses Riesenschwein an. Leute, guckt euch dieses Monster an. Wow. Hey, was für ein absolutes Monster. Guckt euch das an. Guckt euch diesen Fisch an. Was für ein Traum. Ist das krass. Ich glaub's. Guckt euch das an. Unfassbar. Einfach nur unglaublich. Ah, schön. Und grunzen da auch wie ein großer. Herrlich. Nice. Wow. Enrique, tu pescado. Was für ein Monster. Guckt ihn euch an. Unglaublich. Unglaublich krank. Wow. Hört ihr das? Wie er grunzt. Ich kann nicht mehr. Das ist alles zu viel für mich. Es ist zu viel für mich. Ich kann nicht mehr. Wir wollten nur diese Piranhas hier angeln, dann springen hier die Sabalos und die Welse knallen und die Bremsen kreischen links und rechts von mir und ich sitze hier beim Gosa-Haken beim Stahlvorfach. Es ist so wild, Leute. Es ist so absolut krank. Okay. Nice. Wie der Guide sagt, er will ihn releasen, weil, ich weiß auch nicht warum, weil normalerweise sind die super zum Essen, aber der Guide sagt, ne, schmeißen wieder rein. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich muss sagen, bin ich überrascht. Crazy. Richtig Piranha-Alarm. Hier wird richtig Alarm. Richtig. Ja, wow. Oh. Nice one. Ja. Yes. Nice. Schön, Bego. Schöner Piranha. Wunderbar. Ja, die werden natürlich schon gut. Und die Haken aus der Better Fishing Box machen ihm gar nichts aus, dem Kleinen. Nice. Wow. Super cool. Okay. Okay. Ich habe mal kurz hier den Westin ran gemacht. Läuft 1 Meter bis 2,5 Meter. Klein Crankbait. Und ja, der müsste funktionieren. Nur die Haken habe ich noch nicht gewechselt gegen Salzwasserhaken, so wie bei dem Norris. Das könnte ein bisschen gefährlich sein. Aber gut, wir werden sehen. Da ist er. Tiefenangabe vorne drauf. Mal schauen, was passiert.
Jetzt sind wir an unserem Lagerplatz angekommen. Wir sind nämlich gar nicht in dieser Lodge, wo wir gestern Nacht waren, sondern wir bleiben hier draußen. Was du Bescheid wirst. Und er hat eben schon Feuerameisen abbekommen, hat sich schon wieder den halben Hals aufgekratzt, weil die sind da vom Wurm runtergefallen. Es gibt hier 3-4 Ameisenarten, mit denen wir mal auf keinen Fall Kontakt haben, besonders mit 2 davon. Das muss höllisch sein. Aua, Ameisen. Wir machen jetzt hier den Boden sauber, machen Feuerholz klar. Ich habe ein Zelt, ein kleines Zelt, wo nichts reinkommt, schön gemütlich. Dann werden wir mal schön schlafen. Wir haben 4 Flaschen Bier dabei, 2 für mich, richtig nice. Das war ein wilder Tag. Leute, ihr müsst dranbleiben. Es wird noch richtig krass. Die Piranhas sind noch gar nichts. Vertraut mir einfach. Bleibt dran. Ruckzuck, innerhalb von 30 Minuten, steht hier so ein Camp. Mein Zelt, der Kollege hat mich gerade gefragt, ob wir noch einen Tisch und eine Bank bauen sollen. Ich sag, wir haben eine Bank im Boot. Also ich baue jetzt nicht unbedingt einen Tisch. Aber wenn er will, kann er das machen. Er hat dann eine Motorsäge dabei. Der ja hier auch rumrennt mit seinen Flipflops. Der Typ ist der härteste. Er wurde auch schon ein paar Mal jetzt gepiekt. Das ist immer so Glückssache. Na ja, gut, er kennt sich aus, ist ja sein Ding. Ich habe Gummistiefel an. Bin ja nicht bescheuert. Na, sag mal. So geil. Er möchte sich noch einen Paco räuchern und den dann mitbringen zur Familie. Also wir werden sogar noch räuchern hier draußen im Busch, im Dschungel. Catch and smoke. Und wir werden die Piranhas essen und das wird so geil und ich freue mich schon so. Das ist einfach nur geil. Dieser Rauch ist natürlich auch gut gegen die Mücken. Und die Jungs wollen nach Angeln gehen, hier hinten ist eine Lagune und man hört es die ganze Zeit so. Knallt das die ganze Zeit und ich will mir die eigentlich bis morgen aufheben. Für mich waren es wieder schon so viele Eindrücke. Aber vielleicht gehe ich mit. Stündchen. Morgen knallt es ja eh wieder. Wir driften die komplette Strecke runter. Aber ich bin gespannt. Und wir fangen noch richtig böse Fische und dann kommen ja am Ende dann kommen ja irgendwann auch die richtigen Monsterfische, vor denen ich ja ehrlich gesagt ein bisschen Angst habe. Zu Recht, denn manche von denen sind echte Knochenbrecher. Das werde ich euch noch erzählen. So, jetzt hat er den Fisch eben gewaschen. Dann beim Waschen hat er noch einen anderen Fisch gefangen mit der Hand, weil da sind überall die kleinen Fische. Guck mal, überall sind hier die kleinen Fische. Und die schwimmen über seine Hand rüber. Und der hat auf einmal einen Fisch in der Hand gehabt. Das war so crazy. Also zufällig. Ja, ist der absolute Wahnsinn. Piranha ist nicht so sein absoluter Favorit. Er meint, besser sind die anderen vom Fleisch. Aber ich werde auf jeden Fall mir Piranha reinziehen. Hab richtig Bock drauf. War jetzt eben ein bisschen laut hier. Der Kollege hat ernsthaft einen Tisch gebohrt. Und zwar nicht irgendwie für das nächste Mal oder für andere Leute, sondern nur für heute. Das ist alles nicht wahr. Und eine Bank hat er auch gebohrt. Leute, wenn ihr herkommen wollt, guckt es euch an. Ich bezweifle, dass es einen besseren Guide gibt. Ich bezweifle es. Weil er hat mir Sachen erzählt, was auch die anderen Guides teilweise falsch machen. Und also wenn ihr herkommen wollt, solltet ihr mit ihm und mit ihm gehen. Also ich krieg dafür auch kein Geld oder so, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich sag's ja nur, weil ihr werdet sehen, die großen Fische können die auch gut. Richtig gut. Und der weiß richtig viel und der lebt hier. Die Jungs angeln mit Wurm. Ich hab's doch schon mal erwähnt, mir den Westin Crank rangemacht aus der Box. Der arme Kerl, ich hatte jetzt keinen Bock, irgendwie mir noch Salzwasserdrillinge ranzumachen. Ich befürchte, das vielleicht das letzte Mal sein. Obwohl, nee, Quatsch, die Haken gehen wahrscheinlich eher auf. So, da ist er nochmal. Ein Crank aus unserer Box. Diese Box wird von uns bestückt. Wir entscheiden, was da reinkommt für euch. Die beste Box, 30 Euro im Monat mit dem Code BOSS -5%. Monatlich kündbar. Warenwert mal so zwischen 50 und 70 Euro. Ich glaube, die aktuelle ist 60 Euro. Kriegt ihr für 30. Also ihr spart Geld, kriegt geile Köder. Unterstützt uns und seid cool und seid in unserem Team, in unserer Family. Camo Tackle, auch nicht vergessen. Die besten Kunstköder aus Japan und USA unter einem Dach. Bitte abchecken. Danke, Werbung muss sein, ihr wisst. Die Haken sind dafür wirklich nicht gemacht, Leute. Ey, oh Gott, oh Gott. Also wie es da hinten scheppert, bin ich mir sicher, dass wir in wenigen Minuten hier so einen bösen Einschlag kriegen, dass einfach nur uns alles um die Ohren fliegt. Aber ich habe ja noch ein paar starke Haken dabei. Wenige, aber ich habe noch ein paar extra Salzwasserdrillinge dabei. Die nächsten Tage werde ich mit Gummifisch angeln und Bleikopf, das ist ja eh mein liebster Angelei eigentlich, Einzelhaken. Das lieben wir ja. So, jetzt ist eine Fliege auf der...
Ja, die pieken echt. Und ich hatte echt nur eine einzige Arbeitskreise. Ich dachte, ich werde aufgefressen. Hier war alles voll. Schmetterlinge, Fliegen, Mücken, aber ich habe nur eine einzige erwischt. Und jetzt gleich wird es knallen. Ich glaube, es wird auch sehr nicht lange dauern, weil wir rudern. Und weil wir rudern, werden wir die Fische dadurch nicht verscheuchen. Und das hat hier so geknallt. Und genau hier hinter uns. Da ist unser Camp. Und hier ist eine Kurve. Ah, ich dachte, das wäre so eine Riesenlagune. Die war nur so klein. Ah, da hinten wird es groß, ja. Und da hinten fahren wir jetzt hin und dann wird es gleich richtig, richtig böse scheppern. 100%ig. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher und das sage ich selten. Okay, und genau so war es auch, Leute. Es hat nicht 30 Sekunden gedauert, es hat aber mal 3 Minuten gedauert. Ich hatte einen Biss. Now it's gone! Ah. Strong, man. Yeah. No. A little bit. And this one is... A little bit. Boah, wie stark. Ey, boah. Boom! Ist jetzt nicht ganz so groß, aber auch böser Strampler. Baum, 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 Baum. Unterm Boot. Unterm Boot, unterm Boot. Hauptsache mein Bier kippt nicht um, Leute. I think this is a little bit smaller. Okay, aber das hängt schon mal. Mein Ding. Das hat die große Frage. Still on. Sorry. Ist immer noch dran. Ah, oh, come on, don't do it. No, don't jump in, please. No. Kind of want to. No, I don't want you to jump in, please. You sure? Yeah, sure. Maybe it's even gone, but it was on a few seconds ago. Ah, okay. Okay, that's it for today, I think, for me. Adios, Crankbait. Ja, aber den hätte ich auch verloren mit Salzwasserhaken, weil der ist einfach mal, der war unstoppbar, unhaltbar. Und er meinte, hier sind die größten, die es gibt. Hier sind die Könige im Wasser. Also es gibt noch andere Fische, die sind größer und schwerer, aber das sind die stärksten, brutalsten Fische, die es gibt. Es gibt andere Orte in Kolumbien oder so, da fangen die einen in 3 Tagen und dann auch nur auf Bait, nicht auf Kunstköder. Und hier ist davon alles voll. Also ich, vorhin haben so viel geraubt und hatte jetzt 2 Stück drauf. So ist das Leben, nicht so schlimm. Morgen fangen wir auf jeden Fall ein, im Hellen und andere Sachen. Und dann widmen wir uns auch demnächst den absoluten Riesenmonstern. Es ist dunkel, ob man mich sehen kann, weiß ich gar nicht. Aber jetzt geht es mal am Essen. War ein wunderbarer Tag, herrlicher Tag, vielen Dank. Unser Essen. Ganz fein eingeschnitten, damit die Gräten dann irgendwie dadurch kaputt gehen, keine Ahnung. So, und jetzt hat der Kollege mal kurz im Wald ein paar Meter und hat hier ein Termitennest gebracht. Und dieses Termitennest ist ein natürliches Insektenmittel, weil wenn es verbrennt, dann mögen die den Geruch davon nicht. Das heißt, wir haben jetzt eventuell so ein bisschen unsere Ruhe. Hier kamen eben gerade Tausende von Mücken, wirklich Tausende. Na dann, wohl bekommst.
freue mich aufs Essen. Lecker. Oh, schön. Guck mal, richtiges Sofa. Der Rest von unserem Piranha-Ködern. Which is filet mignon. Filet mignon. Alter, wir sind ja nicht mehr arbeiten hier unterwegs, aber Leute. Ja, klar. Da haben wir ein Gewürz darüber und Senf, dann wird das fein angebraten. Kann man die Mücken eigentlich sehen? Ich glaube, man kann sie sehen. Ja, man kann sie sehen. Es sind ein paar wenige. Aber sie werden gleich weniger, weil dann kommen ja die unser Insektenschutz zum Einsatz. Oh, ja. So, und das ist Wasser aus dem Fluss. Darin werden jetzt. Ach, darin wird der Reis gekocht. Ja, genau. Reis mit Flusswasser. Das ist der Schein. Das ist ein richtiges Catch and Cook. Piranha in Mehl gebadet. Und dann kann er sich austoben in der Fritteuse. Herrlich. Das ist geil. Boah, 5 Sterne bieten. Super. Ich gehe jetzt gleich schlafen. Die Jungs gehen angeln. Ich bleib hier. Ich gehe ins Zelt und bleib hier. Wir können selber angeln gehen. Alleine angeln gehen. Ich gehe morgen wieder. Das reicht. Die Tüten trinken echt das Wasser hier aus dem Fluss. Es gibt noch einen Salat mit Zwiebeln, Tomaten, allem. Und dann gehe ich schlafen. Jetzt kommt noch eine Riesenzitrone zum Einsatz. Das ist hier so eine Art Koriander, Dschungelkoriander. Da vorne ist Mangosaft, haben sie auch gemacht. Und zwar also echten Mangosaft. Mal alles in voller Pracht. Piranha, der Salat, feinst hier, feinstes Filet Mignon. Ah, alles da. Das ist so herrlich. Das ist so lecker. Und der echte Mangosaft. Passion Fruit. Unglaublich. Passion Fruit Saft. So. Okay, nice. Bon Appetit. Bon Appetit. Bon Appetit. So, da sind wir jetzt. Genau da sind wir. Okay. Morgen. Ich habe heute mal zur Feier des Tages ein neues Hemd angezogen, damit ich gut aussehe für die Fische. Aber wir machen heute was richtig Verrücktes. Wir angeln mit Monsterwürmern. Ja, mit den Kunstködern, da kannst du, glaube ich, einen GT-Popper ranhängen und der reißt dir trotzdem in die Bäume. Und so eine Kraft, das ist ja pervers. Deswegen, wir machen beides. Angeln Kunstköder und Würmer. Nicht lange quatschen, Kopf in den Nacken oder so, wie sagt man, so schön. Ein bisschen verschlafen, der Kollege. Er macht schon die Route fertig, er ist so nice, er ist immer so schnell. Wird wieder ein krasser Tag. So this is the head. Aha. I'm gonna cut it in half so it doesn't suffer all the time when I cut it in pieces. Aha, okay. Put this back in and use this, the original, the dead. Er hat heute Nacht schon geangelt. Normalerweise sind die so lang und nicht ganz billig, kosten $3 so ein Ding. Und das ist der absolute Killer, weil die Dinger sind einfach tödlich, weil das ist so dieser Flavor, der da rauskommt und das ist einfach heftig. Der Easy Shiner unter den Naturködern. Hier mein Rig, Chebu, Blei, Welshaken. Sieht doch nice aus, also ich würd sagen, ja. Now I'm a little bit crazy, out of my mind. I'm going slightly strange in the head. It's all a little bit hazy, but I'm pretty sure I'm gonna stay screwy instead. And I'm a little bit cuckoo, gaga, slightly deranged. Barking. Up the run tree. Machaca, sabalo. Wow. Also wieder ein kleiner Sabalo. Ein klitzekleiner wieder. Der fast die Winterfahrt gerissen. Okay. So Leute, da ist. Jungle Mess. Ja. So Leute, okay. Da ist der Fisch. Auf dem Wurm, der erste Fisch. Die nehmen die anscheinend auch. Piranhas, Mahapakus, alle lieben diese Würmer. Alles klar, ist ein kleiner, lassen wir frei. Wir haben uns jetzt hier festgemacht. Hier vorne festgemacht. Dann kann man entweder warten und den so abtreiben lassen, denn die kommen wegen dem Geruch. Die andere Möglichkeit ist driften und immer wie ein Kunstköder den Wurm in die Seiten oder in die Mitte zu pitchen. Und das sind die beiden Möglichkeiten. Diese Würmer sind hier absolut Gold wert. Filet Mignon für die Fische. Okay, alles klar, mal gucken, was jetzt passiert.
Cut. Paku or Sabalo can. Yeah, okay. Wieder einer weg, Haken weg, durchgebissen. Wow. Wild mit den Würmern, aber sie lieben sie. Alle lieben sie. Alle lieben Würmer. Weitermachen. Coming out. Nice. Nice, 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 nice. Nice. Open space. It's not that big, but it's a good fish. Finally. Nice, Leute, das ist eine GT-Route. Das ist noch nichts im Vergleich zu dem, was die hier normalerweise fangen. Guckt euch diesen Nussknacker an. Brutal. Sehen ein bisschen aus wie Piranhas, aber sind doch keine. Doch eine andere Familie. Wow. Nice. Auf dem Wurm, Leute. Hallo, ich sehe was! Yes, man! Finally! Finally! Da habe ich ihn. Da ist er. Nice. Der Kite wollte er eigentlich mit nach einem nach Hause nehmen zum Räuchern, aber er sagt, er ist ihm zu klein. Das ist alles nicht wahr. Unglaublich. David! Thank you. Thank you, Worm. Thank you, Ecuador. Thank you, Francis. Thank you, Enrique. Thank you, Rio. Thank you, Kaku. Thank you, Western Rod. Thank you, Hulk Line. Yes, yeah. Okay, okay. Live hook set. Live hook set. Nice. Brute force them. Yeah. Nice. Nice, man. There we go. Nice. Damn. Bigger one. Is it bigger? Yeah, it is bigger. Also er meint, das ist jetzt ein kleiner von den Großen. Also das sind jetzt langsam, das ist jetzt ein kleiner von den Großen. So, und ich kann ihn jetzt schon kaum halten. Ich schätze mal so, weiß ich nicht, 10 Kilo. Die sind breiter als man denkt und schwerer als man denkt. Also ein absolutes Monster. Wir machen ein schnelles Foto. Absolut nice. Brutal. Da kommen irgendwelche Geräusche aus meiner Tasche. Keine Ahnung, was das sein soll. Apropos Geräusche. Diese Fische, wir nehmen den mit. Diese Fische hören die Leute unter Wasser, wenn die da sind. Dann machen die so wup, wup, wup. Ich habe es nicht gehört. Er meinte, er hat es gehört. Die sind da, jetzt sind sie unter uns, jetzt sind sie da. Die können die hören. Wie Psycho ist denn das, Leute? Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Das wahre Wunder, was heute Morgen passiert ist, ist, dass dieser Seaman-Gummi kaputt ist. Die gehen nämlich nicht kaputt. Die Firma sagt 10-mal stärker als normale Gummis. Was ich für Quatsch halte, weil die sind locker 100-mal normaler. Ich mache nachher mal einen Zugtest mit dem Kollegen. Ich habe noch nie einen Fisch gesehen, also weder bei Maxi in Norwegen, irgendwelche Heilboots oder so. Niemand macht diesen Fisch kaputt. Er wackelt hier ein bisschen das Boot. Aber die Piranhas schaffen es anscheinend dann doch. Also das ist erstaunlich. Leute, die geilste Farbe, Motoröl, Seaman, Todesgummis und vor allen Dingen frei von Phthalaten und giftigen Zeugs, also aus medizinischem Weißöl gemacht. Ich werde ihn noch mal in Ruhe erklären später. Genau, alles klar. Das ist das wahre Wunder, was heute passiert ist. Ganz schnelles Frühstück. Batterie ist fast alle.
Fliegen kommen wieder raus, machen das Boot kurz sauber. Wenn ihr mal sehen wollt, wie hier die Fische, was hier passiert, ist auch das wahre Leben hier. Der Fisch wird nachher geräuchert, der wurde jetzt mit so einer Schlinge hier rangebunden. Er wird eine ganze Familie füttern und davon wird nichts weggeworfen. Die Typen schmeißen alles zurück. Er ist einer wahrscheinlich der einzigen Leute, die hier leben, die Fische wieder reinschmeißen. Das habt ihr gestern gesehen bei dem Shovel-Nose-Catfish. Der war für mich auch sehr lecker und er meinte, nee, lass zurücksetzen. Zu viel Fleisch für uns. Und ist ein krasser Typ. Also er sagt auch, dass er der Einzige hier ist, der sowas macht mit Catch and Release und so. Und, weil die wollen die Bestände halt erhalten. Rast vorbereitet. Heißen Kaffee. Wir essen schnell was und dann geht's richtig los. So, und so sieht das dann aus, wenn wir gehen. Hier liegt kein Müll rum, kein Zigarettenstummel, gar nichts. Und so solltet ihr euch auch verhalten, wenn ihr am Wasser seid, Camping macht oder irgendwas. Lasst es so, wie es ist, wie ihr gekommen seid. Wir haben eine lange Drift. Dann sind wir heute Abend wieder in der Lodge und morgen habe ich was vor. Ich sag nichts, bleibt einfach dran. Die nächsten Videos werden psychopathisch. Toastbrot hier gegrillt. Herrlich, einfach nur herrlich. Besser wie zu Hause. Nicht als zu Hause, wie zu Hause, ihr wisst Bescheid. Noch einen Kaffee, gekocht aus Flusswasser. Und dann geht's aber endgültig los heute. Es wird ein heißer Tag. Brutal. Weil ja die Fische auch nicht leben sollen wie die Hunde, kriegen sie auch ein bisschen. Viel Spaß. Da freuen sie sich aber. Mein erster Köder der Wahl bei dieser Drifttour ist der Spinner aus der Better Fishing Box DAM. An einer 80 Gramm Rute, an einer sehr dicken Schnur, ohne Wirbel, aber ihr werdet sehen, klappt trotzdem. Ich kann da alles drauf anmessen. Und am liebsten wäre mir so ein blöder Vampirfisch, die gibt es hier nämlich auch, ein paar Jahre. Werden nicht ganz so groß wie in anderen Ländern, aber die gibt es hier. Peacocks werden übrigens hier richtig, also die werden über 10 Pfund, das heißt nicht so klein wie an anderen Orten der Welt. Nicht so groß wie an anderen Orten, aber schon ordentlich groß. Okay. Dann mache ich noch ein bisschen Walk the Dog, mein Haustier Gassi führen und dann kommen wir nachher wieder ins Revier von diesen Sabalos. Und das wird so krass, Leute. Ich bin so heiß. Lässt sich treiben, schmeiß den Wurm. Die Jungs hatten übrigens heute Nacht keinen Fisch. Ein paar Bisse, aber keinen Fisch. Was komisch hier ist im Amazonas, die letzten Stunden des Tages, die bei uns ja die besten sind, sind hier meistens die schlechtesten. Nachts ist okay mit den Würmern, oft fangen die auch, aber auf Kunstköder zum Beispiel ist meistens sehr schlecht. Was für ein nices Ding, GoPro war gerade aus. Alter, der ist gesprungen in die Hölle. Hat eine Minute gedauert. What is it? It's a Sabaleta. It's a baby Sabalo. Baby Sabalo. Wow, die haben so einen roten Punkt. Der sieht so nice aus. Ich muss den euch zeigen. Ja. Damit haben wir den zweiten Fisch auf Spinner. Richtig nices Teil. So ähnlich wie diese anderen Sabalos. Richtig geiles Ding. Lassen uns zurücksetzen. Spinner-Mission erfüllt. Wir sind da. Sofort kommen die Fliegen. Aber hier ist so eine fette Lagune und sieht richtig geil aus. Ich glaube, hier geht was. Wrestling spot on mögen sie auf jeden Fall. Er hat jetzt mehrere Bisse und er sagt, er scheint denen zu gefallen. Köder funktioniert. Nice. Ich bin begeistert. Yes! Jawohl! Nächsten Köder abgehakt. Können wir jetzt den nächsten Köder nehmen? Ja! Oh, so nice. Jetzt kommen wir wieder in die Zone, wo auch Peacocks sind. Die waren da oben nämlich nicht.
da ist er, spot on, West End, Better Fishing Box. Ich kann ja mal den Fisch kurz zeigen. Das ist der Fisch. Richtig nice, richtig schönes Ding. Bin richtig happy. Jawohl, jetzt haben wir noch so ein anderes Ding da drauf. Habe ich auch noch Bock drauf. Eigentlich bin ich ja jetzt mit dem Köder hier durch. Aber die mögen ihn halt doch irgendwie. Look. Oh, more. Aber der Köder funktioniert, Leute. Ja, fast jeder Wurf hier einen Treffer, das gibt's ja gar nicht. Angry Fish. Normalerweise auch nicht, aber es ist praktisch, wenn man den Fisch daran nicht raushebt unbedingt, sondern um ihn im Wasser damit zu fixieren, um den Haken zu lösen, dann kann man ihn gleich wieder schwimmen lassen. Der Fisch muss nicht an Bord, zappelt hier nicht rum, die Schleimhaut wird kaum beschädigt. Also es ist nicht die schlechteste Art, einen Fisch abzuhaken, weil der hat ja viel Hate abbekommen immer in der Vergangenheit und teilweise auch zu Recht. Die Firmen sollten einfach aufhören, da Wagen reinzubauen. Dann würden die Leute vielleicht auch nicht die Riesenfische daran rausheben und wenn sie schlagen. Naja, so viel nur mal nebenbei. So schlecht ist er nämlich nicht. Okay. Der DRM-Spinner, jetzt muss er mal richtig leiden. Schönes Ding, auf den DRM-Spinner. DRM-Spinner wieder zugeschlagen. Schöner Peacock, nice. Geilo. Ich lasse ihm die Köder alle hier. Die haben so gut gefangen, kriegt er alle geschenkt. Aber er weiß es noch nicht. Wollen wir nochmal anschauen, das Teil. Boah, schöner, ey. Und schöner, ey. Und direkt auf unser Freund, da ist er. Nice. Good fish, man. Die werden doppelt so groß. Alter. Der Biss war so hart wieder. Peacock, ja. Ey, der Biss war so hart. Alter, das war wieder ein Biss eben. Alter, der hat mir fast die Rute aus der Hand gehauen. Ich hab den Köder einfach nur reingeholt. Boom. Alter. Boah, strong fish. Muy fuerte. Ich hab die Rute aus der Hand gehauen. So, jetzt sind wir aber langsam hier durch. Der könnte hier ein bisschen schwierig werden. Der ist sehr groß und auch mal probieren. Aber jetzt, finally, jetzt haben wir den wollte ich am allerersten Tag schon an der Shrimp-Farm nehmen. Aber da war er irgendwie nicht so geil, weil er nicht so tief ging. Kann ja mal rein. Da waren die Fische nämlich tiefer. Deswegen jetzt Zeit für einen Bernd Ham, Leute. Jetzt geht's los. Leute, da ist er. Prop-Bait, hier noch Gedöns, Gediddel, das wird auf jeden Fall lustig jetzt. Und den werden sie fressen, ich hab's garantiert. Ja, da ist er, der Bandham. Schön auf dem Bandham. Jawohl, nice. Ein Bandham. Bantam! Aus der Box. Jawohl, Leute. Kauft euch alle die Box. Ja, sie funktioniert. Diese Fische schlagen nämlich teilweise so brutal, man kann die fast gar nicht festhalten. Aber die schlagen so heftig und man kann sich so schnell so einen Finger rein, so einen Haken in den Finger rammen. Und dann war es das mit dem Trip erstmal. Ja, man kann, also dann war es das größtenteils. Wunderbar. Peacock, Bantam, alles klar. Happy Days. Wicked. Good day. Bantam. Bantam. Peacock. Nice. Yes. Das waren wir gestern schon mal. Wir stecken fest. Aber wir schaffen es. Do something. Alter. Hab Gas hier, Kollege. Richtig yummy hier. Richtig. Yo. Ja. Yuppie. So, letzte Runde. Dann höre ich auf. Dann gehe ich wieder zu Kamut-Deckel über, Freddy the Frog, die absolute Kanone, mit dem mal anschauen, wie der läuft. Na klar, fängt der Peacocks, ist ein bisschen groß, aber wir gucken mal. Ein böses Teil, wir haben auch alle so gelacht und ich meinte, wollen wir mal gucken, ob unser Freddy heute nicht faul ist, sondern mal ein bisschen arbeiten will. So, Freddy, na dann. Sieht schon sehr, 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 sehr geil aus. Ich habe ihm gesagt, er soll ihn mal ein bisschen werfen. Ich mache weiter mit dem Bantam. Und dann werden wir ja sehen, was passiert. Oh Gott, der Nächste. Der Nächste.
der nächste Peacock. Oh, it's a nice one, huh? Wow, there's other ones behind. Wow. Kann ich ihn einfach nicht abmachen. Er fängt zu viel Fisch. Papagei. Papagei. Okay, Bantam offiziell approved. Schönes Tier wieder. Die Sonne ist so heiß und wir wollen nicht, dass der Packmull kaputt geht, den wir räuchern wollen. Das heißt, wir glauben jetzt mit dem Frosch hier, mit dem Freddy, das heben wir uns auf fürs nächste Mal. Oder ich nehme ihn mit auf die nächste Reise. Ich weiß schon, wofür das sehr gut ist. Also für Schwarzbarsch wäre das gar nichts. Aber vielleicht, ja, keine Ahnung. Oder sie beißen gerade nicht. Eigentlich dachte ich, das dauert nicht lange. Aber egal. Es wäre schade, wenn dieser Fisch irgendwie umsonst gestorben wäre. Deswegen, glaube ich, brechen wir jetzt mal gleich hier ab. Mein erster Traira. Klein, aber mein. Und ich hoffe, dass dem noch viele, viele weitere folgen. In anderen Ländern werden die nämlich richtig groß. Und das ist ein richtig geiler Fisch, der mich richtig reizt, seit Jahren schon. Der hat auf einen kleinen Spinner gebissen. Und ja, richtig nice. Guckt gleich an. Traira, auch ein guter Baitfisch hier. Aber lassen ihn frei, glaube ich. Okay, nice. Der erste Traira. Ja. Er hat noch was vor. Wir fahren jetzt gleich an diesen Fluss, an diese Flussmündung. Und manchmal sind da so eine riesen Monsterfische. Dann wollen wir mal schauen, mal gucken. Vielleicht machen wir jetzt noch mal was Kleines. 10 Minuten gucken, ob sie da sind. Und wenn sie nicht da sind, dann hauen wir ab und fahren zur Lodge. 10 Minuten. Mal gucken. Vorne ist die Flussmündung. Mehrere Fischarten, die da sein könnten. Und Rauben. Alle von denen sind monströs. Hey Leute, es war so krass, wir hatten echt einen Biss, kein Spaß. Und dann haben sie sich aber verpisst, weil die sind so schlau. Die spüren, wenn man da ist, man muss so leise sein. Und ihr merkt an der Art, wie die atmen, wenn die hochkommen, ob sie wissen, dass wir da sind oder ob sie wissen, dass wir nicht da sind. Und wir haben gecheckt, der eine hat sich verpisst. Da hinten war noch ein Riesending. Er meint, die Dinger hier im Hauptstrom, die sind einfach mal nicht, die man normalerweise in den Videos sieht. Im Hauptfluss, das sind dann so eine Dinger, so 3 Meter Dinger. Plus die ganzen Wälse und alles. Also, wir machen das die nächsten Tage. Hey Leute, das ist der Boss. Alter, gibt's erstmal einen kleinen Orangensaft. Wie nice. Ich bin schon frisch geduscht. Die Jungs mussten das Boot entladen. Ich bin schon frisch geduscht, frisch rasiert. Fühle mich wie ein neuer Mensch. Herrlich. So eine kalte Dusche kann manchmal so befreiend sein. Macht das mal. Am Anfang denkt ihr so, oh Gott, wie kalt. Und je länger ihr dann kalt duscht, desto angenehmer wird es. Und man will immer kälter und kälter und kälter. Das war so geil. Ich liebe es. Jetzt erstmal hier einen Drink. Das ist aber kein Orangensaft. Boah, Ananassaft mit purem Benzin. Das ist herrlich, Leute. Ist da auch ein Orangensaft? Nee, du darfst nicht. Nein. Was ist los? Ihr kleinen Mäuse. Gracias, eh? Por todo. Fue una. Ay, mira. Ein langer Tag geht zu Ende, oder 2 lange Tage gehen zu Ende. Ich bin immer noch völlig tiki-taka im Kopf. Es waren so viele Eindrücke und am Ende die Fische, das war ja wirklich
Ihr habt es nicht gesehen, aber der eine war am Boot direkt. Also die werden so 3 Meter oder so. Na egal. So, der Kollege isst jetzt hier irgendwie Fischinnereien. Ich esse Peacock Filet. Das ist also Peacock Pornbarsch Filet. Und genau. Und ja, das wird herrlich. Und gute Nacht erstmal für heute. Es ist noch lange, lange nicht zu Ende, Leute. Wisst ihr Bescheid. Hier haben wir frittierten Peacock. Und hier ist unser Kollege, der Kollege Paco, der ein bisschen leiden musste. Ein Stück davon. Der Rest davon wird geräuchert. Hier wird nichts verschwendet. Die lassen die Fische nicht mal ausbluten, weil die benutzen das Blut und die Blutlinie und alles. Und das ist halt eine andere Welt. Da wird nichts. Die essen den Kopf. Da wird alles gegessen. Komplett. Ich sehe Wasser. Das ist ja gar nicht mal so lecker. Guten Appetit. Leute, danke fürs Einschalten, für dieses geile Erlebnis. Ich bin euch dankbar, dass ihr meinen Kanal besucht habt. Ich freue mich immer, wenn ihr einschaltet, einen Daumen da lasst oder ein Abo oder so. Und ansonsten nicht vergessen, Leute, Angelkarten online rund um die Uhr kaufen bei Heyfish. Mit dem Code BOSS kriegt ihr 5 Euro gutgeschrieben auf eure erste Angelkarte bzw. auf euer Guthabenkonto. Könnt ihr mal raufschauen, checkt's mal ab. Gibt es viele Gewässer, auch in eurer Nähe. Bei der Fishing Box, eh klar, abchecken. Hype Fishing, der beste Online-Shop der Welt. Es ist nämlich unser Online-Shop. Und da findet ihr die geilsten Sachen ausgewählt von uns, genau wie in der Box. Wir wählen die heißesten Köder aus, nur für euch. Bitte abchecken, Hype Fishing. Ansonsten Fishing King. Könnt ihr euren Angelscheinkurs online machen. Ebenfalls sehr praktisch. Mit dem Code BOSS5 kriegt ihr 5% auf euren Angelscheinkurs. Instagram könnt ihr mich besuchen und natürlich meinen Hauptsponsorin, Essen Kamutekel, und davon kommen ab jetzt die Sachen zum Einsatz. Was haben wir hier? Lanka City, Brutalo Jigköpfe, Brutalo Leihköpfe, eigentlich für Salzwasser hier, 28 Gramm, aber halten auch für Welse oder für andere Sachen. Also wenn ihr mal im Salzwasser unterwegs seid, ist es wirklich schwer, salzwasserresistente oder vor allen Dingen kräftig genug seiende Jigköpfe zu kriegen. Vertraut mir, es ist in Deutschland wirklich schwierig, sowas zu kriegen. Das sind die Gambler, die kommen jetzt mit. Ich habe hier jetzt ultra light. Er meinte, die Farben hier sind sehr gut für diese Monsterfische, die hier rumrennen. Gambler-Gummifische gar nicht mal so groß. Im nächsten Video kommt das zum Einsatz. Hier mein Lure-Saver zum Knotentesten. Fange ebenfalls von Kamutekel. Also Leute, die besten Kunstköder aus USA und Japan unter einem Dach bei Kamutekel. Bitte abchecken. Danke. Das war ein schönes Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Ciao. Hat gut geknallt. Ich denke mal, Angeln ist heute gegessen. Monster, Monster, Monster. Ab jetzt wird's heftig, Alter. Ach du Scheiße.